Und herzlich willkommen zurück. So, da waren wir, hier ins Auto können wir auf jeden Fall noch einmal reingucken. Auch nicht so das Weltbewegen, ne? So, schnell ein bisschen Holz kloppen. Jetzt sind wir bereits wieder leicht überladen. Das muss mal reichen. Ah, so ein großes Haus hin, das wird mich hier reizen. Ich glaube, wir probieren das hier bei diesem hier nochmal. Power Tools hätten wir, das Metall können wir auch zusammenkriegen. Alleine schon, um alles mehr oder weniger unter einem Dach zu haben, ne? Darum würde mich das eigentlich schon reizen. Ach Quatsch, damit können wir nur zerlegen. War es da? Ja. Ach nee, die Kiste konnten wir so, ne? Die konnten wir ja so hier bauen. Was fehlt uns da für? Ach so, recycelt Metall. Das ist ja einfach ein Gebälke. So, Ruhe hier. Ach, hier eine blöde Klamotten. Na, wenigstens ein bisschen was zu essen. So, das Metall, das müssen wir uns jetzt zerlegen. Hier, ich würde sagen, ein paar Schlüssel zerlegen wir. Da gucken wir gleich eben nach. Die könnten wir eigentlich auch zerlegen. Man gibt zwar nur Stoff, aber... So, nach diesem Tanktop, da müssen wir mal gucken. Ne, ist das hier um Welten besser. Kann das Tanktop auch zerlegt werden? Wo ist es? Da, dann kann das auch weg. Gut. Okay, dann werden die noch eben hier schnell zerlegt. So, dann können wir jetzt eben eine zweite Kiste bauen. Wo ist sie? Da. Können wir dann auch noch hier... Da, ein Campfire. Zack, kommt da noch eine Kiste hin. Können wir da nicht erstmal ein paar Sachen reinschmeißen, die wir so auch nicht mehr brauchen.
So, was kann hier noch im Rhein? Das kann da mit rüber. Ah, die Dosen, die können die ja nicht auch zerlegen, ne? Die können die ja nicht gleich noch im zerlegen. Flaschen können da noch im Rhein. Das kann da erstmal rein. Gut, dann können die noch eben zerlegt werden. Schön, das gibt noch mal ordentlich Metall hier. Sehr gut. Okay. Können wir da noch irgendwas Berauschendes bauen? Nee, oh hier. SMG-Parts bräuchten wir da allerdings für. Können wir hier noch irgendwas? Medizinbench können wir noch herstellen. Und einen Kühlschrank. Das kann da jetzt auch erst im Rhein. Ach so, wir wollten das Lagerfeuer. Kann ich das hier drin positionieren? So, Access Inventory. Split half. Zack, dann kommt die Hälfte Holz da schon mal rein. Oh ne, das konsumieren wir noch nicht. So, die Fittinge da im Rhein. Das Wasser können wir dann gleich so gesehen herstellen. Kunststoff kann da auch erstmal rein. Die kommen da eben mit rein. Die kann ich auch zerlegen, ne? Da haben die noch einen anderen Nutzen, die hier. Obwohl, die brauchen wir auch, um bessere Klamotten herzustellen, ne? Ich würde sagen, lassen wir die lieber erstmal noch hier. Oh, jetzt legen die Bekloppten los. Es ist natürlich schon Nacht. Das haben wir jetzt ein bisschen verpennt. Jetzt bleiben wir einfach mal ruhig und verhalten uns hier ruhig. Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück, dass sie ruhig bleiben und uns hier in Frieden lassen. Was hier besseres an Rüstung oder sowas herstellen? Nee, ne? Ja, wir könnten eine Armor Bench bauen. Da gibt es bestimmt noch bessere Sachen. Ah, da ist so eine Frage. Ich sag ja, ich glaube, wir müssen irgendwie versuchen, noch ein großes Haus oder so zu kriegen. Dass wir da definitiv mehr unterbringen können. Oh oh, der eine ist gesichtet, ne? Jetzt heißt es, glaube ich, wieder aufgeben oder er ist in den Stacheln zugrunde gegangen.
Die machen aber auch einen Krach, ne? Wenn sich das hier so anguckt, das ist ja ein Wahnsinn. So, gucken wir hier mal. Oh, hier kommen aber doch noch eine ganze Menge. Level 18 könnten wir auch noch ein Compound... Level 19, Compound Bow. Granaten, auch nicht schlecht. MP9. Hier, also waffentechnisch ist das ja richtig nice. Hier gibt es ja später richtig schön viel, wa? Junge, Junge, du. Das ist schon nicht schlecht, was da noch auf uns wartet. Macht so ein ganz normaler Bogen nochmal im Vergleich hier. 25, der macht 30. Können wir die eigentlich auch irgendwie reparieren hier? Nee, ne? Die könnten wir reparieren. Oh, oh, sie stehen schon am Fenster. Eigentlich fehlt das hier so ein bisschen, dass man hier wie so vorsichtig rausschießen kann oder so. Ich finde, das fehlt etwas. Das wäre bei dem anderen Lager mit so einem großen Haus vielleicht ein bisschen einfacher. Naja, ihr Lieben, ich würde sagen... Unsere heutige Folge endet an dieser Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.